kleine Schönheit. Gern bleibt die Zeit dort stehen, wo sich einer verrannt hat. Jetzt heißt es leben und sich dennoch nicht von der Stelle rühren. Ein Dilemma, wie ich finde, die Suche nach Identität. Wo ist nur mein Ich geblieben? Weißt du, wer dein Ich ist? Ich verrate dir etwas. Deshalb liebe ich ja die Fotografie, Herzensprinzessin. Diese lebenden Bilder eines Ich, das im nächsten Moment schon nicht mehr Ich ist. Ich ist nur ein Hauch in der Zeit. Eine Ahnung und nie fix und fertig. Lass dir das gesagt sein und lebe danach. Unbeschwert bis zum 4 Uhr Tee. Ich bin herzlichst dein dich liebender Freund Lewis Carroll. Anführer brauchten. Verflüchtende Bücher ohne Bilder. Ich bin schon ganz neben mir. Latein? London ist die Hauptstadt von Paris. Nein. Englisch. Kemajat. Mathematik. Oh. 4 mal 5 ist. 4 mal 5 ist. Das Einmaleins hat nicht so viel zu sagen. Geschichte. Geschichte so langschwänzig. Hör! Und so tragisch. Deutsch? Deutsch. Deutsch. Die in jener Zeit sehr an Usurpation und Eroberung gewöhnt waren. Edwin und Walker, Grafen von Mercia und Northumbria. Entschuldigung, Frau Richter. Edwin und Walker, Grafen von Mercia und Northumbria, erklärten sich für ihn und selbst Stigand, der patriotische Erzbischof von Canterbury, fand es ratsam. Zusammen mit Edgar Wilhelm entgegenzureiten und ihm die Krone anzubieten. Wilhelms Benehmen war zunächst gemäßigt, doch die Unverschämtheit seiner Normannen. Oh, komm schnell, nichts wie weg. Alice? Scheiße. Das klingt wie ab mit dem Kopf. Du hast sie jetzt einfach nicht gehört. Jetzt mach's schon. Sie wird wieder sagen. Ja, meine liebe Alice. Ich werde einen Brief an deine Eltern schreiben müssen. Deine schulischen Leistungen sind weniger als ungenügend. Du bist nicht bei der Sache. Und ich meine zu wissen, du wirst die Versetzung nicht schaffen. Wahrhaftig, du kannst die Geduld einer Auster erschöpfen. Ist dir das klar? Ein Schulwechsel wäre gewiss das Richtige für dich. Na, wir werden uns wohl einig werden, was in deiner Sache zu geschehen hat. Und um deinen guten Willen zu beweisen, Alice, lernst du bis morgen dieses Gedicht von Enzensberger. Hab Angst! Tempel verlangt mein Kind! Oh, dein Maul ist feige! Ah, mein Griff ist vor! Nein, ich lade nicht vor! Mama, Schnatterin! In Ordnung, Frau Richter, danke! Wiedersehen! Wiedersehen! Ja, was ist denn das?
sonst niemand außer ich. Ja, aber wenn ich ich bin, wie kann es sein, dass andere mehr über mich wissen, als ich selber von mir weiß? Niemand kann sehen, was in mir vorgeht. Heute geht alles so verquer. Was soll das denn werden? Keine Ahnung. Pfannkuchen. Pfannkuchen? Die mag jeder. Von der Welt, wenn du so tapfer durchs Leben läufst. Wir könnten uns die Zähne in die Ohren stecken und es wäre nichts Besonderes. Sieh sie dir an. Ist das nicht ein entzückender Anblick, wenn sie da so träumend durch die Straßen flaniert? Wovon meinst du, träumt sie? Nur los, frag sie. Ja, frag sie selbst. Wovon träumst du? Kann ich nicht. Ich. Das kann niemand erraten. Sie träumt von dir. Und wenn sie aufhört, von dir zu träumen, was glaubst du, wo wärst du dann? Naja, wo ich jetzt bin, natürlich. Naja, wo er jetzt ist, natürlich. Ja, aber Moment, ich träume gar nicht von ihm. Ich kann gar nicht von ihm träumen. Ach, du bist nur ein Wesen in ihrem Traum. Und wenn diese entzückende Dame, ach, wie war ihr Name? Alice. Wenn Miss Alice aus ihrem Tagtraum erwachen würde, würdest du ausgehen, wusch, wie eine Kerze. Würde ich nicht. Und überhaupt, wenn ich nur ein Wesen in ihrem Traum bin, was bist dann du, Bruder? Das möchte ich einmal wissen. Ein Ding-Dong! Ditton! Du wächst dir noch auf, wann du so einen Lärm machst. Das kann ich also, obwohl ich gar nicht wirklich bin. Lass uns gehen. Nee, Quatsch, die stehen auf uns. Ich weiß, die reden Blödsinn, das sollte mich nicht kümmern, das ist töricht. Das macht mich nervös. Die sind älter, stellen sich über uns. Die machen uns so einen Dummkopf. Siehst du das? Da will sie sich einfach aus dem Staub machen. Ich wusste es, du hast sie beleidigt, zu tief in ihre hübschen Augen geschaut. Du hast sie verunsichert. Ich? Das ruft zum Streit, das ist dir klar. Das nehme ich an, aber sie muss uns behilflich sein. Schönes Mädchen, Alice. Alice, komm zurück. Ich hoffe, du bist fair. Eines der gefährlichsten Dinge, die im Kampf passieren können, ist, dass du dein Kopf verlierst. Einmal kurz nicht hingeschaut. Ab ist der Kopf. Gut, kämpfen wir sechs und den anderen, Bruder. Na gut. Und du schaust du? Ich schlage im Allgemeinen auf alles ein, was ich sehe, wenn ich mal so richtig in Fahrt bin. Und ich schlage auf alles ein, ob ich es noch sehen kann oder nicht. Als wir feldkraulten, die ganze Nacht und die Nacht darauf und noch eine Nacht darauf. Ja, Feuer und brennende Kratzspuren am Rücken. Die pure Wollust im Becken. Die unstillbare Gier in jeder zuckenden Muskelfaser. Heiße Blicke,
Schamloses Fordern eines bis zum Kreis gebogenen Rückgrates. Weit aufgespannten Schneidig. Stromstöße aus purem Jetzt! Jetzt! Ja. Jetzt! Ja. Jetzt! Ja. Jetzt! Ja. Jetzt! Das war's. Witzfigur. Sie ist unbändig. Ja, eigentlich bin ich ja der festen Überzeugung, dass sie uns schätzt. Ja, der Meinung bin ich allerdings auch. Mich schätzt sie doch viel mehr als dich. Nein, mich. Mich. Du schaust dir unsere Show nicht an, hm? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hingehen muss. Oh, das hängt zum guten Teil davon ab, wo du hin willst. Ich möchte... Ach, irgendwo hin. Da kommst du sicherlich an, wenn du nur lang genug gehst. Ja. Ja. Kommst du mit? Ja. Nein. Doch. Nein, ich mag verrückte Leute nicht. Wenn das so ist, das wirst du nicht ändern können. Wir sind alle verrückt. Und du? Du auch. Ich? Was gibt es zu lachen? Hör auf. Wer sind die beiden? Oh, Damian und Dominik? Die sind durchgeknallt. Irre. Einer verrückter als der andere. Ziemlich verrückt sogar. Also ich gehe jetzt. Jetzt gehe ich. Zur Show geht's aber da lang. Ich, also vielleicht, ja, also danke. Tschüss. Katrin, für dich kleine Bella. Cat. Alice. Hat mich gefreut. Jetzt reicht's dann aber auch. Was denn? Du sollst aufhören, sie so anzustarren. Hör auf, sie so anzustarren. Ist so schön. Übst du gerade verkappte Lesbe sein, oder was soll das werden, wenn's dann mal fertig ist? Ist da was von dir, was ich nicht weiß? Nein, die ist einfach nur schön. Du hast kaum einen geraden Satz in ihre Richtung rausgebracht. Die hält dich für komplett daneben. Nein, für verrückt. Ja. Ja. Oh nein, sei ehrlich mit dir. Kleine, du bist langweilig. Ich wäre gern wie sie. Im nächsten Leben dann. Ehrlichkeit kann manchmal ganz schön wehtun. Was? Du bist echt so ein Kotz. Hey, was soll ich denn sagen? Überraschung, du weißt ja wohl, mit wem du es hier zu tun hast. Jetzt mecker doch nicht rum, ihr Möschen. Es gibt so Tage, da liegt irgendwas in der Luft, das sich nicht benennen lässt. Alice verschwimmt vor meinen Augen und ich gehe wie auf Watte. Ein Auto könnte mich anfangen, mir nichts anhaben. Ein Zustand vertraut, aber noch nie da gewesen. Wie eine Ahnung. Nein, wie eine Erinnerung. Habt ihr schon mal erlebt? Kribbeln im Bauch, pulsieren mit Fingern. Scheiße! Entschuldigung, ist dir was passiert? Oh nein, ist schon in Ordnung. Es ist nichts. Ich habe geträumt. Sorry nochmal. Hier. Ich würde mich freuen, wenn du kommst. Tschüss. Tschüss. Ich muss eigentlich da lang. The White Rabbit Club. Follow your instincts. DJ Mad Hatter. 22.30 Uhr. Sorry nochmal. Was war das denn jetzt? Jetzt, Alice, bitte. Sei einmal mutig, bitte. Du
willst das sehen? Da ist überhaupt nichts dabei. Da sind so viele und die schauen alle in dieselbe Richtung wie du. Du wirst überhaupt nicht auffallen. Du stellst dich in die letzte Reihe und du verschwindest. Als Erste, wenn es vorbei ist, es wird dich keiner sehen. Sie haben mich alle schon vergessen. Ja. Ich meine, wer bin ich denn? Diese Frage lässt sich heute so gar nicht beantworten. Also, kommst du? Ja, komm. Oh nein, komm, weiter nach vorne. Komm schon, hier sehen wir gar nichts. Namen begnügen. Die gesellschaftliche Kluft zwischen uns ist zu groß, als dass es klug wäre, Freundschaft zu schließen. Unterhalb einer gewissen Grenze ist es wenig ratsam, als Mädchen einen Herrenfreund zu haben. Und sei er auch nur 50, 51 Jahre alt. Natürlich gibt es zwischen dem Gemüt eines alten Mannes und dem eines Kindes wenig Gemeinsames, aber das, was möglich ist, ist süß und heilsam, glaube ich. Oh. Diese Anmut, diese Unschuld, die Zeiger jeder einzelnen Uhr möchte ich ausreißen, um diese Lieblichkeit zu bewahren. Ich sehe dich, Alice. Thank you.
Wir spazieren am Meer. Das Wasser war ihm viel zu viel. Da setzte sich auf einen Stuhl. Oh je. Oh je. Oh je, Mine. Das war der Zeh. Das Tierchen spreizt die Kralle. Und alle Fischchen lieben. Sie gingen in die Falle. Mama? Wieso bist du nicht in der Schule? Mama, ich jetzt nicht. Eigentlich schläft er. Tee? Treibt mich in den Wahnsinn. Das ewige Geplärr. Sei still! Der ist für dich. Von der Schule. Meine Versetzung. Frau Richter meint, ich meine doch bloß. Ich muss nachweisen, dass du den Brief gesehen hast. Bitte. Was ist denn los mit dir? Du machst mich verrückt. Es kann doch nicht so schwer sein, vernünftige Noten nach Hause zu bringen. Mir fällt hier die Decke auf den Kopf, seit nix Vater auf und davon ist. Und man sollte meinen, du bist alt genug. Und hast Augen im Kopf. Ich brauch doch bitte nur deine Unterschrift. Mama, kannst du mir den bitte unterschreiben? Ich will ja irgendetwas von mir. Immer irgendwelche Briefe und Unterschriften. Ich kann ihn nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Geh weg, verschwinde, geh auf dein Zimmer. Wenn nur ein Vater da wäre, der würde schon zeigen, wie der Hase läuft. Werd endlich erwachsen. In einem Alter, da war ich selbstständig. Mir hat keiner was hinterhergetragen. Keiner was geschenkt. Die Mama, die war krank, bettlägerig. Mein halbes Leben und der Papa hat sich um nichts gekümmert. Drei Geschwister sind da unter meiner Obhut. Hallo, Weißer Ritter, 1864. Ich fühle mich heute schrecklich einsam und weiß nichts mit mir anzufangen. In meinem Kopf dreht sich alles. Ich kann keinen einzigen klaren Gedanken fassen. Es ist so blöd, dass ich dir schreibe, wo wir uns gar nicht kennen. Kann ich in dir überhaupt einen Freund sehen? Ich meine, ohne, dass wir einander je begegnet sind. Ich weiß gar nicht, ob ich dir mit meinem ganzen Quatsch auf die Nerven gehe. Du kannst es auch einfach unkommentiert löschen. Ich weiß nur einfach gerade nicht weiter. Mondmiau 2003.
kleine Schönheit. Ob du in mir einen richtigen Freund sehen sollst und mir alles, was du willst, schreiben kannst und mich um Rat fragen darfst? Natürlich darfst du das, mein Kind. Wozu bin ich denn sonst gut? Schreib mir so freimütig, wie du nur willst. Sie sprechen von mir, als sei ich eine bekannte objektive Größe, die ich aber nicht bin. Das klingt fast wie Mathematik, wie ein Schema. Aber das ist es doch nicht. In jedem von uns stecken doch viele oder mindestens zwei Ich, oder? Kleiner Engel. Wir sind ein schwaches, trotziges, verzagtes Geschlecht, ständig wechselnd in unseren Befindlichkeiten und Bedürfnissen, launisch, sehr abhängig von außen, Einflüssen ausgesetzt. Und wer in diesem Schlamassel immer wüsste, wo das eine Ich beginnt und das andere aufhört, wäre restlos weise. Was machst du? Hey, spinnst du? Was machst denn du? Ich tue das, was nötig ist. Mama ist eh schon auf 180. Das macht es nicht besser. Siehst du? Schlimmer kann es auch nicht werden. Also, hab dich nicht so. Oh. Halt still. Oh, beeil dich. Sie? Meine Karussellkönigin? Meine kleine Jahrmarktschönheit, so sehr willkommener Zufall, dass ich es Schicksal nennen möchte. Alice. 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 Geliebtes Kind, dein Bildnis ist sehr anständig, aber es geht besser, glaube mir, wenn es jemand versteht, deine unverdorbene Schönheit ins rechte Licht zu rücken. Sollten wir uns jemals begegnen, würde ich freudvollst diese Aufgabe übernehmen. Herzlichst dein dich immer liebender Weißer Ritter 1864. Schön, also, los, komm jetzt. Nicht trödeln. Warte noch. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um nachzudenken. Denken ist ungesund in manchen Momenten. Komm! Ich kann das nicht. Das ist eine scheiß Idee. Hey, Momentchen. 30 Euro für eine beschissene Taxifahrt durch die halbe Stadt. Die sollten genügen, um dich davon zu überzeugen, dass Kneifen keine Option ist. Wir dürfen da nicht rein. Was ist, wenn die uns erwischen? Das wird gut gehen. Du musst mir vertrauen. Du siehst super aus. Du gehst locker als 18 durch. Ich dreh gleich durch. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist mein voller Ernst. Mir nimmt das keiner ab. Keiner. Verabredet mit Cat. Ja, der DJ Metheter, das ist ja voll der geile Typ, was der für krasse Sets auflegt. Kann ich rein? Was ist denn jetzt so? Also, soll ich hier Wurzeln schlagen? Ist ganz schön kalt. Du stehst nicht auf der Liste. Wer bist du? Hab ich doch gerade gesagt. Alice. Was heißt denn das bitte?
der Liste. Was an ich bin verabredet, verstehen Sie eigentlich nicht? Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Unter Umständen rätst du es. Das ist ultra lustig. Ich hätte mich fast am Kaugummi verschluckt. Wie weißt du nicht? Das steht fest. Sollen Sie denn hineinkommen? Das ist doch wohl zuerst einmal die Frage. Wie der sich aufspielt. Ist doch egal. Egal? Wieso? Weil heute sowieso alles durcheinander geht. Ohne schriftliche Einladung kommst du nicht rein, Prinzesschen. Geladene Gäste, Ende der Diskussion. Gut, aber wenn Cat das erfährt, dann wird sie sehr böse sein. Das kann ich Ihnen versprechen. Hallo? Das wird Ihnen eine Menge Ärger einhandeln und sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Scheiße! Und jetzt? Keine Ahnung. Deine Beute fangen von heute Morgen. So ein Zufall. Hübscher Fummel. Ich hätte dich fast nicht wiedererkannt. Ja, toller Zufall. Schön, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung bei dir, Cat? Manchmal tut man Dinge, die nicht richtig sind. Manche Dinge, die passieren nicht aus Leichtigkeit und gutem Willen. Warst du schon drin? Nein. Du warst noch gar nie hier, stimmt's? Ich habe da so ein kleines Problem mit meiner Einladung. Verstehe. Komm mit. Sie gehört zu mir. Sie ist mein kleines Cousinchen aus Bamberg. Ist sie nicht bezaubernd, Onkelchen? Anfassen verboten. Pass gut auf, wenn sie sich in deinem Blickfeld vergnügt. Verstanden? Thank you.
Freiheit. Keine Regeln. Keine Angst vor Verurteilung. Ein Spielplatz. Ein Wunderland. Aus, dann, du weißt, was willst du trinken? Bier? Wein? Rum Coke? Wodka? Tee? Ich
sehe kein Klingel. Es gibt ja auch keinen. Das ist ein Nachtclub-Kleid. Lustig. Coke nehme ich. Mit rum. Du machst keine halben Sachen, was? Warte hier. Ja, willkommen in der Welt der nackten Tatsachen. Schau mich jetzt bitte nicht so vorwurfsvoll an. Du futterst Rumkugeln bis zum Abwinken. So schlimm wird's nicht werden. Prost. Prost. Zu stark? Nee, alles gut. Wie heißt du eigentlich? Alice. Alice. Freut mich. Lukas. Meine Mama führt diesen Laden. Bist du öfter hier? Soll das ein Witz sein? Ich bin quasi am Zapfhahn groß geworden. Nein, mach das mal genug. Macht nur Spaß. Freut mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Du bist mir schon auf der Straße aufgefallen. Du bist süß. Komm, 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 schau dir das an. Schau dir das an. Mein Herz blutet und ich weine Tränen mehr. Ob sie mich auch ranlässt? Hey, Lukas, du alter Schlawiner, soll mir deinen Fahrdienst übernehmen? Aber das kostet dich was. Keine Sorge, wir schmeißen den Land schon. Hey, Alice, man sagt, ich sei ein guter Liebhaber. Du? Wer es einmal mit mir gemacht hat, der will immer wieder. Also, wenn ich an die eine Nacht mit der einen Blonden erinnern darf, darfst du nicht. Da hab die Sache doch wohl nicht zu Ende gebracht. Und, hast du noch mal von ihr gehört? Nein. Dann siehst du das. Jetzt pass mal auf, wir sind spannend. Puh, da kannst du noch was lernen. Rastlosen Seelen, getrieben von unerfüllten Wünschen.
Es gibt Meere aus Tränen, die nie geweint wurden. Seelenschiffe auf trockenem Grund, die nie neue Ufer gesehen haben. Wir sind die Kreaturen der Nacht, die wildfühlenden, freien Seelen eines stumpfen Zeitalters. Willkommen auf dem Spielplatz der Sehnsüchte, ihr Fremden und Altbekannten. Ich bin eure Königin der Herzen. I am your host in dieser Nacht. Lasst euer altes Leben im Gestern zurück. Hier zählt nur der Moment. Keine Enttäuschung, keine Scham, keine Verpflichtung, kein Verlust, keine Schuld. In here, life is beautiful. All of you are beautiful. Everyone is a virgin. Even the light man Benjamin is a virgin and beautiful. Oh, beautiful. You don't believe me. Ich bin die heilige Johanna der Schatten. Der Kopf allen Natterngezüchts, über das im Draußen nervöses Schweigen herrscht. Draußen tobt die Masse Mensch in der Unberechenbarkeit eines kollektiven Protestkörpers. Draußen herrschen die wirklichen Abgründe. Ein fanatischer, engherziger und wütender Mob, dessen flammende Reden immer neue Flüchtlingsheime anzünden, Kriege entfachen, Unschuldige vergewaltigen und einander töten. Wir aber sind vollkommen. Wir sind die Nacht. Wir leben uns. Lasst euch fallen und vertraut darauf, dass Liebe, Lust und Begierde ein Netz spannen, das uns verbindet und trägt. Du hier, das darf nicht sein. Hier gestrandet vor deiner Zeit, kleine Prinzessin. Mädchen, werd nicht vor deiner Zeit erwachsen. Diese Unschuld, diese Augen, die ihre Unerschöpflichkeit noch gar nicht kennen, die nur das Licht gesehen und nicht das Schattendasein des Alters in dunklen Nischen, in Grüften aus Begierde, im Schlick der Fantasterei. Wie schön du bist.
Wer bist du denn? Wer bist denn du? Wenn ich das genau wüsste, ich weiß nicht mal, ob ich dieselbe bin wie heute Morgen in der Schule. Das klingt seltsam. Bist du noch Jungfrau? Ja. Nein. Nein. Ja. Nein. Ich. Ungepflückt? Was für eine aufregende Zeit, wenn der Same auf fruchtbaren Boden fällt, dann keimt ein frisches, unschuldiges Pflänzchen der Lust zwei Knöspchen am Beginn des Erblühens. Komm näher. Noch näher. Ich erkenne dich. Ja, ich denke, du könntest ihm gefallen. Wem? Louis. Darf ich dir vorstellen? Wie heißt du, Hübsche? Alice. Das ist Alice. Ist sie nicht reizend? Als täte sich der Höllenschlund selbst auf. So stand ich nun da und nun falle ich. Ich ist unerschöpflich tief. Es gibt Ecken im Selbst, die scholten schlummern und nie erkannt werden. Wie alt bist du, Alice? 14. 18. Das sieht mir keiner an, ich weiß. Den Satz höre ich immer wieder, das langweilt mich. Louis ist unser treuester und anständigster Gast. Er hat noch keines unserer Mädchen geliebt, wenn du verstehst, was ich meine. Er geht immer, bevor die Uhr 12 schlägt. Ach, Louis, du solltest dich gehen lassen. Dein Herz verlieren. Den Kopf. Das tut gut. Das ist doch ein sehr vernünftiger Vorschlag. Oder was meinst du, Alice? Ja. Vielleicht ist es aber auch gut so, wie es ist und Sie müssen sich gar keine Sorgen um sein Befinden machen. Sind Sie unglücklich, Herr? Carol, nenn mich Louis. Und nein, durchaus nicht. Und heute wähne ich mich glücklicher denn je, da ich das Vergnügen mit so einer hübschen jungen Dame wie Ihnen habe. Sind Sie öfter hier? Und wenn es mir die Zeit erlaubt. Ich weiß ja nicht, wie es um deine Zeit steht, aber meine hat es meist sehr eilig und drängt mich in einem fort. Ich kenne das. Manchmal will ich einfach die Batterien aus der Uhr nehmen. Ja, wenn du nicht vorsichtig bist, dann wirst du eines Tages von deinem eigenen Schatten überholt beim eiligen Sprint durch dein Leben. Ich bin jetzt schon müde vom Sprint durch mein Leben. Dieses Zügig macht so müde. Die Zeit und ich, wir sind keine Freunde, scheint mir. Oh. Das bringt mich auf ein Gedankenexperiment. Zeit. Ruh dich doch einfach mal aus. Mach mal eine Pause auf meiner Couch. Du gehst mir auf die Nerven, weil du nicht stillstehst, konsequent durchdrehst und nicht kaputt gehst. Die Wirklichkeit liegt auf der Streckbank. Und wir schauen weg, während die Welt um uns zerbricht, schauen wir Reality-Formate und checken nicht, dass all die Shows und Klatschblätter, Meinungsmacher und Platzschwätzer nur die Folgen einer geistigen Wohlstandsverwahrlosung sind, die bei mir selbst beginnt, wenn ich wieder flüchte. Vor dieser untertanen Mentalität, wenn ich wieder an der Brust meiner Surrogatenmutter hänge, am Versorgerschlauch, wenn ich wieder die Dosis-Ruhigstellung brauche auf der Fernsehcouch dieser Welt aus zweiter Hand. Dämmerzustand. Der innere Zensor schweigt. Geistige Reflexe liegen waagrecht auf der Hängematte zwischen den engen Grenzen des Mainstreams. Und so werde ich neu definiert in der evolutionären Geschichte als einsame Funktionalität, vereinsamt aus Angst. Single-Gesellschaft, keine Gruppe oder Gemeinschaft, die Verbindung schafft, lebendige Kommunikation möglich macht, ein soziales Gebilde, das Ganzheit provoziert und Ganzheit erahnen lässt, Solidarität und Gemeinsinn. Worte ohne Inhalt, frag um Rat oder Wissen, frag Siri oder Wiki, richte Augen auf Handys, Tablets oder den PC, aber nicht in die Augen des anderen. Es eint uns nur noch beschämende Gleichschaltung. Haben wir uns nichts mehr zu sagen? Ich will meine Verantwortung für die Schöpfung nicht abgeben, Werte wie Achtsamkeit, Rücksicht und Respekt leben. Die Decke der Zivilisation ist dünn und Angst hat viele Gesichter. Sie ist nicht mehr Ratgeber, sie ist Richter, Schicksalsverwalter und im Herzen lähmender Platzhalter. Aber da, wo Angst herrscht, will Liebe erwachen.
hört dich durch die Venen. Mein Schädel pulsiert. Die Sicht getrübt. Ich sehe keinen Meter weit. Getrübt durch einen Schleier aus Partynebel und Zigarettenrauch. Ein mulmiges Gefühl kriecht durch meinen Bauch, über meine Wirbelsäule, direkt in meine Gedanken. Etwas ist komisch, fremd. Etwas ist anders. Ich spüre Dinge, die sich bisher meiner Wahrnehmung entzogen hatten. Blicke, die auf mir ruhen, mich mustern, prüfend. Gierig mich ausziehen mit lüsternen Augen. Zungen, die an Wänden lehnen und auf Austausch warten. Dieser Beat. Es tanzt mich. Es tanzt mich. Dieses Liegen in Sinnlichkeit. Das kräftige Stampfen. Eine mächtige Erotik zuckt durch meinen Körper und mein Blut rauscht mir um die Ohren. Jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Tu es serein, mon amour soit loin, mon amour soit loin. Tu seras ne me quitte pas, ne me quitte pas. Schwester, schlaf nicht so lang. Wie glühen deine Wangen? Wie leuchten deine Augen? Wir sind eins und wir sind schön. Hast du heute nicht Geburtstag? Nein, ich habe heute nicht Geburtstag. Kennst du das? Du
Du wachst auf und dein Arm ist eingeschlafen. Du kannst ihn nicht bewegen, er ist schwer. Taub. Leblos. So fühle ich mich oft am ganzen Körper. Ich kann manchmal nicht aufstehen. Ich will nicht. Ich will der Welt den Rücken zukehren, weil ich nicht mithalten kann. Weil ich Angst habe. Weil ich mich nicht spüre, weil ich nicht nützlich bin, weil ich will nicht allein sein. Und dann renne ich. Ich renne an gegen meinen Pulsschlag für weniger Gewicht. Für mehr Leistung. Ich investiere Zeit. Zeit, um an meinem Profil zu arbeiten. Ich arbeite an einem besseren Profil. Bloß nicht zur Ruhe kommen. Bloß niemals stillstehen. In der Stille kann ich mein Denken hören. In der Stille höre ich die Zeit tropfen. Verdaust dich war's und klasse wieben, rotterten gorkicht im Gemank, gar elum war der Plucker, Bank und die, gar elum war der Plucker, Bank und die Gamsch. Schweißel, ich will die Batterien aus dieser verfluchten Uhr nehmen. Zeit, du nervst, weil du nicht stillstehst, weil du konsequent durchdrehst, im Kreis gehst und so an mir klebst. Du musst ganz schön einsam sein. Die Gegenwart ist ein Gerücht, das du verbreitet hast. Und der Moment ist eine Farce. Du redest nicht besonders viel und du teilst auch nicht gerne. Zeit. Du bist eine gnadenlose, stumme Egoistin. Warte doch mal auf mich. Warte doch einfach mal ab. Setz mir nicht ständig irgendwelche Deadlines. Setz mich nicht immer so unter Druck. Sprint durch dein Leben. Es gibt keine Norm für das Leben. Das Leben stellt jedem eine andere, ganz einmalige Aufgabe. Die Zeit wird zeigen, wer sich zeigt. Vielleicht werde ich geboren, vielleicht nicht. Sei froh, hier zu sein und hab den Mut, das Beste aus dir herauszuholen. Gib jedem Moment der Begegnung das größtmögliche Maß an Liebe. Kleide dich jeden Tag so, als wärst du im Urlaub. Ich bist du, du bist ich, wir sind alle. Klänge, die heilen, Lachen, das bereichert, Umarmungen, die mich streicheln und wachsen lassen. Mein Herz gehört mir und es schlägt im gleichmäßigen Takt zu Abenteuerlust und Frohsinn. Ich liebe, ich bin frei. Mutter, die redet doch nur noch von Breathing of Love, Transformational Breathing. Sie weint und schreit so viel. Das tut ihr nicht gut. Sie ist so einsam. Ich bin wieder da. Und ich merke, wie sehr ich kämpfen muss, damit dieser komische Zauber von gestern nicht sofort wieder zerfällt. Haben wir wirklich die Zeit, es aufzuschieben? Unsere Liebe im Herzen zu leben. Bewusstwerdung.
Liebe! Geh weg! Unruhig! Generation Y, das Tier, der Mensch ist wir. Unruhig! Alle vergessen, verprügeln! Unruhig und? Gelähmt gleichzeitig. Ja, Neues und Altes gleichzeitig. Die Menschen belasten mich. Sag sie nicht auf den Schultern. Schließe sie in dein Herz. Ich fühle mich so weltfremd und fremd von mir selbst. Ich weiß überhaupt nicht, wer die da ist, die da im Spiegel. Ich sehe nur ihr Nichtwissen, ihren fragenden Blick, ihren blinden Fleck und ihren Makel. Selbst wenn sie in einem Moment etwas so gut wie möglich macht, versagt sie zeitgleich irgendwo anders. Die im Spiegel will ich nicht lieben und pflegen. Sie ist so dumm, so hässlich und sie macht so vieles falsch. Finde deinen eigenen Lebensrhythmus. Tanze, lache, liebe, mach's dir leicht. Leicht ums Herz, sei. Toll. Einfach. Ich hab so viel geweint. Ich bin ruhig, aber nicht so viel. Ich hatte viele Denkprozesse und überall klang Erkenntnis an. Aber ich konnte sie nicht festhalten. Sie ist wie ein scheues Reh. Ich muss sie wieder und wieder suchen und vorsichtig herantasten. Cat ist eine starke Frau, die sich in einer starken Frau spiegeln will. Da kann ich nicht mithalten. Ich muss größer werden, als ich bin, damit ich jemanden auf mich prägen kann. So wie sie. Sie prägt viele. Sie geht vielen nicht mehr aus dem Kopf. Ich will an meiner Bedeutung arbeiten, damit ich bedeutsam und einprägsam werde. Ab jetzt soll mein ganzes Denken ein positives Abenteuer sein. Ich will jeden Winkel meines Herzens beleuchten. Jeden. Wer zum Teufel bist du? Eine Prise Cat, ein bisschen Mama, ein Quantum Louis, ein wenig Lukas, diddle-dum-dum-dum-dum-dum, diddle-dai-dai-dai-dai, und fertig ist das. Miau. Fertig ist das was? Na, das Überraschungsei. Ja, das Überraschungsei? Ich bin fertig mit der Welt. Alles um mich herum zerfällt. Alles bewegt sich und ich rudere in der Zeit ohne Peilung. Ich kenne meinen Weg nicht und schreibe deshalb diese Zeilen. Wer will ich sein? Wer kann mich sehen? Wer kann mich verstehen? Wo ich doch selbst nicht weiß, wer da vor dir steht. Wohin führt denn mein Weg? Ein Kuss, der dich so unvermutet aufweckt. Entzückt, entzündet, hinreißt und mitreißt. Wohin? Thank you.
bin. Liebes Tagebuch, ich bin defloriert. Ich bin Floristin und du bist Deflorateur. Deflorateur. Du brichst meine Blume, mein Schönstes auf und du machst mich zu der deinen. Ich enthülle euch ihr frühen Jahre meiner Kindheit. So werdet ihr zu ewig gestrigen, welke Tage meiner Kindheit. Und was jetzt aufbricht, das... Scheiße. Hi. Lukas? Hi. Alles okay? Mann, du hast ja ganz schön Gas gegeben gestern Abend. Bist du wirklich in Ordnung? Ja, alles gut, alles bestens. Habe ich mich sehr daneben benommen. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Du hast mich geküsst. Das war schön. Du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern. Doch, deswegen rufe ich ja an. Pass auf, ich würde dich gerne sehen. Können wir uns treffen? Ja. Wann? Jetzt! Und, ja, also was machst du sonst so? Ich bin in der Oberschule und ich spiele Rugby. Ich bin Teamkapitän. Wow. Und meine Eltern, die haben ein Gestüt etwas außerhalb. Sie züchten Pferde. Meine Mom liebt Pferde. Deine Mom? Diese Krake aus dem Nachtclub. Echt? Wow. Mann, du hast mir das echt geglaubt, oder? Das war doch nicht meine Mom. Ich flyere für den Laden und ich arbeite im Service, aber das war's auch schon. Du hast mich angelogen. Ich hab dir das echt geglaubt. Hast du dann auch gelogen, als du gesagt hast, dass du mich süß findest und du mich geküsst hast? Habe ich das gesagt, ja? Ja. Wow, da bin ich echt aufs Ganze gegangen. Sonst war aber nichts zwischen uns gestern Abend, oder? Ich war echt ganz schön blau gegen Ende. Nein, wir haben uns dann aus den Augen verloren. Ich hatte einen Typen an der Backe. Lewis Carroll. Mann, ich kenne den Kerl. Der ist doch irgendwie unheimlich, oder nicht? Ich weiß nicht, Evelyn fährt voll auf ihn ab. Evelyn? Die Krake vom Club. Ach so. Ich komme nicht dran an dich. Wir reden und reden und treffen nicht den Kern. Ich will sagen, tu's jetzt, damit ich aus mir selber heraussteigen kann. Tu's jetzt. Ach so. Wow. Langsam, Kleine. Ich habe eine Freundin. Du bist echt süß, aber ich kann nicht mit dir schlafen, das geht zu weit. Scheiße, ich wollte das eigentlich schon vorhin am Telefon sagen. Ich habe gemerkt, dass du mit der ganzen Menge Herz da dran bist. Gesagtes rennt gegen betonharte Membran. Gesagtes zerspringt in tausend Scherben. Gesagtes begraben und vergessen. Hey, hör zu, mich. Fick dich.
Ein Leben, das man in 2 Minuten erzählen kann, ist kein gelebtes Leben. Ich habe ein Leben. Ich lebe. Ach, erzähl mir doch nichts. Wieso liebst du mich nicht einfach, hier und jetzt? Wir könnten unsere Zeit so viel sinnvoller verbringen. Zuerst ziehe ich mich langsam aus. Es geht hier um mich. Ich bezahle dich dafür, dass du mir zuhörst. Ziehe ich dich langsam aus und verwöhne dich. Das kleine Mädchen, Alice, sie hat dir gefallen, nicht wahr? Ja. Wenn du nur reden würdest. Auch die Stille erzählt Geschichten. Deine Zeit ist um. Für seine Kinder aus. Für Seelenwellness bin ich zu wütend. Ich sauf lieber. Das ist meine Rebellion im inneren Exil gegen die Norm der Bürgerlichkeit. Ich möchte ans Meer. Klare Luft atmen. Klare Gedanken fassen. Über alles zieh. Alice! Ich will nackt unter Palmen liegen. Mein Handy im weichen, warmen Sand begraben. Irgendwer sein Kokosmilch schlürfen. Wilde Gedanken wie eine Achterbahnfahrt. Kinderarme, die sich um mich legen. Porzellane, samtige Haut, die sich an mich schmiegt. Brüste, zarte, die eben Knospen. Kindliche Schenkel, die sich an mich drücken. Ein Wildschwein am Spieß drehen und meinen verfluchten Kalender in jenem Feuer genüsslich verbrennen. Allein! Und eins mit Mutter Natur, je verrückter und kränker die Gesellschaften und die Staatsapparate werden, desto mehr müssen wir uns an den Blumen und an den Gräsern erfreuen und uns von ihnen belehren lassen, die auf den Schlachtfeldern und Trümmerhaufen zerbombter Städte das ihre tun. Wissen ist Tat. Es beharrt nicht. Seine Dauer heißt Augenblick. Oh. Ich bin eine schmale, gefährliche Brücke zwischen Natur und Geist. Wo versteckt er sich nur? Dieser unsäglich komplizierte und labile und komplizierte Frieden. Gibt's dich oder ahnen wir dich nur? Ach, Selbstmitleid hilft dir nicht. Ich bin eine einfache, bürgerliche Übereinkunft, ein Stück Bewusstsein und Gesinnung meiner Zeit, belebt durch den vorherrschenden Hauch des Zeitgeistes und im besten Falle entbestialisiert. Alice. Alice. Wir können unser Herzen dem Leben nicht entziehen. Aber wir können es bilden und lehren, dass es dem Zufall überlegen ist und auch dem Schmerzlichsten ungebrochen zuschauen kann. Thank you.
deinen Augen eine Flagge. Sachen. Wie siehst du überhaupt aus? Wie ich aussehe, geht dich gar nichts an, das sind meine Sachen. Was ist denn das für ein Ton? Sonst ist dir doch auch egal, was ich mache. Also hör doch mal auf, dich so aufzuspielen. Mach's dir doch nicht immer so leicht. Lass deinen beschissenen Ärger an jemand anderem aus, aber nicht an mir, Mutter. Alice, Alice, wo willst du hin? Überall und immer halt es.
hilft dir. Du bist dumm. Sie hasst mich. Du bist hässlich. Du bist dumm. Du bist eine schlechte Tochter. Du bist krank. Sei ehrlich mit dir. Du bist dumm. 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 Unfähig. Eine schlechte Tochter. Du hast dir letztes Mal bei uns gar nicht so schlecht gefallen, wie? Ist alles in Ordnung bei dir? Ja, ging mir nie besser. Erzähl, ich kann auch zuhören. Quatsch. Ich kenne dich ja gar nicht. Ist schon okay, danke. Ist dir kalt? Jetzt. Ich will aus mir selber herausschlüpfen. Jetzt. Ich habe eine Gänsehaut. Er riecht nach Minzkaugummi und Patchouli. Er küsst so schnell. Er atmet so laut. Eiskalte Jeansknöpfe auf meinem Oberschenkel. Hände an meinen Hüften, Küsse an meinem Hals. Er zittert. Der Mond sieht aus wie ein fettes Grinsen. Grinsekatzenmond. Sein Atem macht kleine Rauchwölkchen. Ich zittere. Gut, dass es dunkel ist. Mir ist kalt. Kurzschluss. Von den Brüsten abwärts. Ist alles in Ordnung? Ich will nicht lügen. Ich bin so schlecht im Lügen.
Ich lächle schief, ziehe mir meine Jeans mitsamt Unterwäsche zurecht, ignoriere das leicht taube Gefühl zwischen den Beinen und packe meine Jacke. Ja, klar. Ich würde dich gern wiedersehen, Alice. So einmalige Dinge sind so gar nicht mein Fall. Klar. Gesagt, es rennt gegen betonharte Membran. Gesagt, es zerspringt in tausend Scherben. Gesagt, es wird begraben und vergessen. Du bist eiskalt. Selber. Aus! Ich weiß nicht, aber alle um mich herum scheinen sich ihrer selbst immer so sicher zu sein. Massives Gestein, die gegen jedes Unwetter gerüstet sind. Ich wanke wie ein Schiff. Ich halte oft nur mühsam meinen Kurs auf dieser beständigen Reise zu mir selbst. Ich renne ja doch nur einer geliebten Idee hinterher. Ich habe mich verloren. Ich habe meinen Platz in der Welt vergessen. Ich habe vergessen, wie man vertraut, wie man sich wundert. Ich habe vergessen, wie man glaubt. Ich habe vergessen, wie das geht, sich von den Wundern des Lebens verwundern zu lassen. Ich habe das Entzücken für die Welt verloren. Mein Verletzter. Mein zynischer Blick auf die Welt haben mir mein Selbstvertrauen genommen und mir die Magie des Universums gestohlen. Wie eine schleichende Gefahr sickert Vergesslichkeit durch meinen Kopf. Individuell, historisch, kulturell, ich bin verdammt zu vergessen. Wir alle vergessen, jeden Tag. Ich habe nicht nur meine Vergangenheit vergessen, sondern auch meinen Platz in der Gegenwart und meine Verantwortung für die Zukunft. Es rutscht alles so in sich selbst hinein und in sich selbst zusammen. Ich dachte, wenn ich... Dann könnte ich... Aber es ist alles wie vorher. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Animula vagula blandula. Leibesgefährtin und Gast. Nun führt ins tiefe, düstere Reich der Schatten deinen Weg. Und niemals scherzt du Förder wie einst. Tu es, ich will es, ich bin bereit. Ja. In unserer Kultur ist das nicht immer so einfach mit der Berührung. Mein Angebot ist ein außergewöhnliches, sinnliches, erotisches Erlebnis. Die ganze Bandbreite an elementaren Emotionen kann durch Berührung bewusst erlebbar gemacht werden. Berührung ist essentiell für unser Leben und Erleben. Tastsinn, Berührungssensibilität bringen uns mit unserer Umwelt in Kontakt. Für Kinder, aber nicht nur für sie, ist Körperkontakt so wichtig wie Nahrung. Wir können uns nur entwickeln, wenn wir uns berühren und die Welt. Wir erfahren uns, indem wir uns begreifen.
Und wir erfahren uns, indem wir begriffen werden. So entwickeln wir Selbstbewusstsein. Berührung kann uns bisher verschlossene Erfahrungsräume öffnen. Jeder meiner Dienste ist ein Fest zu Ehren deines empfindsamen Leibes und des sexuell-sinnlichen Wesens, das sich irgendwo in dir verbirgt. Körperarbeit kann archäologische Fundarbeit sein. Die Zeugenschaft eines Vulkanausbruchs. Oder der Blick aufs weite, stille Meer. Mach dich auf die Reise, Luis. Forsche und finde. Ich liebe sie. So rein und klar, wie man einen Engel liebt. Oder eine Religion. Oder sein Kuscheltier. Oder sein Lieblingsbuch. Ich bin nicht krank. Ich bin kein Monster. Wir sind einzig hier, um die Zeit zu schneiden für einen kurzen Augenblick, bevor uns das Schicksal wieder in den ewig währenden Lauf der Dinge flicht. Ich kann. Das ist es einfach nicht. Das ist es nicht. Ich verliere mich, breche auseinander, bin mir selbst Utopia unbekannt. Ich spiegle mich im tiefen, weiten Tränenmeer der Erkenntnis und bleibe mir doch selber ein Fremder. In den verwinkelten Straßen kriechen verirrte Winde, herrenlose Gerüche. An jeder Häuserwand lehnen Geschichten und Schicksale. Die kraftvolle Flut des Lebens reißt mich weg. Mein Schicksal krümmt und verbiegt sich unter fahlem Rotlicht entlang an dem kühlen Stahl dieser Stadt. Und verliert sich im nie enden wollenden Strudel endloser Chancen und verpasster Gelegenheiten. Luis.
Dir wurde auch kein Sternentau in die Wiege gelegt, was, kleine Alice? Du weinst? Ich bin so durcheinander. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich habe mich verloren. Aber du hast auch geweint. Oh. Von Zeit zu Zeit weinen wir alle heiße Tränen der Erkenntnis und bleiben doch Fremde für uns selbst. Wir sind ewig Fliegende, Fallende. Ein kleiner Planet, ein Wimpernschlag und puff, zerfallen wir wieder zu Sternenstaub. Aber vorher bleibt uns der Kampf, das Spiel und das Abenteuer. Und die Liebe. Und die kraftvolle Flut des Lebens. Ich wünschte, ich könnte noch mal von vorne anfangen. Einfach die Zeit zurückdrehen. Was ist ein Neuanfang? Ich weiß nicht. Etwas aus sich selbst heraus im Guten kreieren, glaube ich. Ich war so wütend, so desinteressiert, so beleidigend, so, ich weiß nicht, gemein. Es tut mir leid. Das im Club, ich wollte das alles nicht. Ich vermisse mein Gestern. Du vermisst dein einfaches Leben unter der Glasglocke aus Fantasie, Unwissenheit, Zuneigung und Behütetsein. Hm? Verirrte Winde, berstende Stürme, die Kronen neigen sich dem zitternden Fiebertraum jener zu, die ihre Kindheit noch in der Tasche tragen. Hm? Es braucht nur Sternenstaub und Licht. Aus nichts anderem ist die Kindheit gemacht. Ich verrate dir das Geheimnis zum Glücklichsein. Ja? Gehe Schritt für Schritt auf dem gespannten Seil deines Bewusstseins und schenke allem, was du tust oder was Teil deiner Realität ist, das größtmögliche Maß an Bedeutung. Ein Tümpel oder mehr? Kaninchenbau oder ein verwinkelter Keller voller Schönheiten? Was war es, das es zu entdecken galt, Alice? Was hast du dir auf der anderen Seite der Tür erhofft? Ich weiß nicht. Ein Ausblick. Aha. Eine Hoffnung. Mhm. Zuversicht. Schau dich wirklich an. In Liebe. Elfenbeinene Haar. Rein und jung. Klare, offene, neugierige Augen. Keinen Schleier, kein Nebel, der dein wunderschönes Wesen verbirgt. Starke, aktive Hände. Eine hohe Stirn, hinter der sich Wille und ein reißender Fluss voller Energie verbirgt. Werde die du bist, Alice. Wachse hinein in deine Größe, du bist viel mehr als du ahnst. In jener Nacht, da warst du mein weißer Ritter, Louis. Mit deiner Geduld und Güte warst du für mich da, die ganze Nacht. Es hat damit begonnen, dass ich einem weißen Kaninchen gefolgt bin. Er gehörte zu der Künstlergruppe, die dann auch im White Rabbit waren. Jedenfalls, also ich war auf dem Nachhauseweg von der Schule. Ich hatte Ärger mit meiner Lehrerin. Sie war... Wir sind hier, um uns zu begreifen, in welcher Form auch immer das passiert, oder? Ich kenne es. Ich fühle es. Ich bin es. Und doch gleitet es mir immer wieder wie Sand durch die Finger, wenn ich es anschauen will. Es ist fragil, wandelbar und vielschichtig. Ich. Dankeschön.